Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mini-Projekt hier auf dem FitiBit Light Server. Heute mit dabei sind wieder die gleichen Leute wie beim letzten Mal. Bei mir ist die 70. Folge schon. Ja. Ja. Bei mir ist es die 3. Folge. Yay. Ich produziere jetzt auf jeden Fall, glaube ich, so 10 Folgen oder so. Ich produziere auf jeden Fall 10 Folgen, denn ich will erstmal vorproduzieren und dann werde ich nur noch alleine spielen. Auf diesem Server ist auf jeden Fall keine Aufnahmepflicht, deswegen ist es ziemlich gut, finde ich. Ja. Hallo liebe Freunde der gediegenen Gaming-Unterhaltung und herzlich willkommen zu Minecraft Beat the Beast Mini-Projekt. So herrlich. ich hab eure auch noch drauf. Oh mein Gott. Wir kriegen da gerade ein Lachflash. Werbung ist ja. Ich habe eure Begrüßungen auch noch drauf, keine Sorge. Yeah. Aber ich muss immer warten, bis ich dran bin. Du musst gar nichts. Jan, was geht bei dir schief? Du Scheiße. Der kippt gleich vom Stuhl. Er sagt, badum. Der kippt echt gleich vom Stuhl. Atmen! Atmen! Der kriegt was sich los mit dem? Der kriegt sich nicht. What the fuck? Ich mach meine Ansprache und der platt mir hier ins... Verrückter Mann. Verrückter Mongo! Professionell! Oh, okay. Danke, Alex. Okay, danke, Alex, dass du so einen dummen Spruch gebracht hast. Das hat mich jetzt aufgehört zum Lachen, oder? Gebracht zum Aufhören zum Lachen, oder? Hä? Bitteschön. Also, ich brauche definitiv noch mehr Tracks. Ganz klar. Denitiv, Alter. Denitiv. Ich brauche Denitiv. Ich baue gerade so ein bisschen dies und das ab. Hat einer Kohle für mich? Es blitzt. Ja, ich. Es blitzt. Ich hab nur noch 18 Stacks Kohle. Ich guck mal, ob ich dir was gebe. Nein, ich gebe dir dann gleich was. Aber erst muss ich noch das Ding hier vor dich machen. Ach ja, ich glaube, das sollte ich auch noch kurz erwähnen. Der Jan. Der Jan macht mir gerade ein Golem, den ich kommandieren kann. Timer. Du solltest dich ein bisschen in Acht nehmen, weil wir haben ein paar auf dem Server gehabt, die ein bisschen, sag mal, zauberfreudig sind, aber sich keine Gedanken über das Witz gemacht haben. Und deswegen kannst du... Ja, das war aus Versehen. Komm. Ja, aus Versehen, Alter. Du schmeißt 8 Stacks Sand in meinen Infernal Furnace. Aus Versehen. Ja. Ich sehe gerade, so einer macht Luftenergie, also Windenergie. Wer ist das schon wieder? Weiß, der Typ neben mir. Das sieht man doch. Keine Ahnung. Darf man keine Windenergie machen? Doch, darf keine man. Ahnung. Doch sicher darf man. Man darf jede Art von Energie machen. Zu meinem Leidwesen sogar Atomkraft. Ja, das ist. Ja, zu Atomkraft. Ich hab auch umgekehrt. Nein, zu Atomkraft. Ich hab's auch schon bei mir gesagt in meinen Aufnahmen, ich werde niemals eine Atomkraft bauen. Ich auch nicht. Ich hab mal auf einem anderen Server eins gemacht und nach 5 Minuten ist in die Luft geflogen. Viel Spaß. Ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Jan hat keine Ahnung von gar nichts. So. Doch hab ich. Na, ist gut. Und übrigens, ich hab jetzt den Golem für dich. Yay, wow, wie toll. Ja, das ist wirklich toll. Party! Party in Haus. Ich find's immer so geil, wenn E-Mob sich so einen abte. Ich freue mich immer so, wenn E-Mob feiert, dass Moment. Nee, ich feier's immer so, wenn E-Mob sich über Sachen die ja, ich werde auf jeden Fall Lava Energie machen. Also, Solarenergie ist die beste Energie. Ich muss mir erstmal überlegen, zu welchem Punkt soll der immer wieder hinlaufen? Also wohin soll der immer wieder gehen? Zu diesem Baum hier. Und wieder zurück zur Kiste. Okay, also er soll einfach
Moment, ich muss da kurz. Scheiße, das habe ich vergessen. Hast du zufällig gerade eine Kiste da? Eine Holzkiste? Ich mach mal einmal kurz eine. Lol. Oder Moment, muss mein erster Advent kurz zurück. Hä? Lol. Aber ich hol kurz eine Kiste. Ich hab hier eine, warte. Ich hab hier doch eine. Ach so, okay. Alter! Ach komm her. Irgendeine Sau hat mir meinen Advanced Machine Block abgeluchst. Der liegt hier. Die liegt hier. Okay. Okay, also. Wenn du in die Kiste was reintust, dann tust du das abtransportieren. Du möchtest, dass er hier immer steht, oder dein Golem, hier neben dem Baum, oder? Ja, sagen wir einfach ja. Okay, dann kommt das hier drüben. Und dann, hier ist es denn? Dann braucht jemand Holz. Ich stelle dir noch richtig ein. So. Ja, ich könnte welches brauchen. Du kannst darfst schnell durch mein Haus laufen. Da liegt ganz viel Holz rum. Timer? Okay. Ja, Timer. Du hast gesagt, ja, irgendwas liegt bei dir. Was liegt bei dir? Du Holz. Musst jetzt, zu welcher Truhe soll das dann geliefert werden? Immer? Ja, einfach zu dieser. Oder geht das nicht? Timer? Ja, ist mir ist mir egal. Die Truhe, okay, zu der Truhe, wo das geliefert werden soll, baust du den Block hier drunter, guck. Hier. Ja. Den Block baust du unter die Truhe drunter. Das ist ein Maker. Ein Wildmarker. Ja. Timer, sagen wir einfach. Du hast nicht rein zufällig meinen Advanced Machine Block, oder? Wer? Als ich gestorben bin, aufgenommen. Okay, jetzt nimm mal irgendein Item aus dem Moment. Tu jetzt mal irgendein Item nehmen und leg's in die Truhe von dem. In die Truhe von dem. So, und hier muss jetzt alles Erde hin. Ich hoffe, dass zwei Stacks reichen. Wahrscheinlich nicht. Weil, das ist so ein Packesel. Und ne? Den. Ja, und der Weiße, der kann bis zu 17 Blöcke transportieren. Und den weißen Block kannst du unter jede Truhe setzen. Darf halt nicht weiter als 100 Blöcke entfernt sein, sonst läuft er nicht mehr. Cool. Danke, dass du mir sowas gemacht Timer. Hast. Timer. Ja. Kann es sein, dass du meinen Advanced Machine Block aufgenommen hast, als ich tot war? Nein. Scheiße! Wo ist der? Und guck, Timer, ich zeig dir noch was an dem Golem. Ich schub den mal ganz weit weg, Moment. Wo ist er jetzt? Ah, guck, der läuft immer wieder zurück. Den kann ich, keine Ahnung, wie weit wegsetzen, der läuft zurück. Den kann ich sogar unter die Erde setzen. Der ja, läuft dann wieder hoch. Cool, Alex danke. Hat nämlich probiert, keine Ahnung, wie oft mal meinen Golem in der Erde zu versenken, aber der ist immer wieder hochgelaufen. hättest du noch ein paar Fackeln für mich? Okay, Moment, ich komme wieder. Manchmal portet er sich auch. Der Golem. Ja, das ist ziemlich praktisch. Dann kann ich hier einfach alles reinlegen und dann hier gucken. Ja, das macht zwar nicht so viel Sinn, aber für später auf jeden Fall. Den kannst du nicht mehr abbauen, aber guck, du kannst den weißen Block da überall hinsetzen unter jede Truhe, die du möchtest, und da liefert er das dann hin. Blue, brown, white war das, ne? Ja, weiß, weil das ist auch ein weißer Block, deswegen muss es auch weiß sein. Ach so, okay. So, und jetzt noch hier diese Bahn. Da gibt es dann auch Golems, die Monster und Mobs angreifen. Da gibt es welche, ja, die bauen. Und ja, die Farmen. Also genau. Wenn du dir eine automatische Farm machen willst mit Golems, da brauchst du meiner Meinung nach einen Wood Golem Worker und einen Straw Golem Worker. Dürfte das sein? Ja, die starken, du kannst den. Ich habe mir jetzt nur ein normales Golem gegeben, weil die anderen habe ich noch nicht erforscht. Ja, reicht. Doch, ja. eins habe ich erforscht, ein schlaueres Golem, weil das ist. Okay. Ich habe gerade einfach mal einen Advanced Machine Block verloren. Ich habe mal ganze 3 Messfabrikator auf einmal verloren. Hä? Ja, ich hatte 3 mir gemacht, bin dann. Ey, ich habe ein Ei auf dem Boden getan. Und okay, den Typen nenne ich einfach Freddy. Freddy, hey, Freddy. So. Also ja, aber bitte ich auch tötet ihn nicht. Oh, nein, er ist tot, nein, doch nicht.
Okay, du musst aufpassen, dass du keine random Leute tötet. Freddys machen das öfters. Freddy. Also ich brauche hier 4, 8, 16. Wenn es geht, bitte nicht töten. Es gibt 16 plus 36. 16 plus 36? Rechnen. 52. Ja toll, jetzt bin ich selbst reingefallen. 52, oder? Ja, 52. 52. Timo, guck mal. Hier, ein kleines Geschenk noch. Ach scheiße. Das geht danke. Wieso? Danke. Bitte. Was hast du ihm gegeben? Wie kann ich mir eine Rauskohle machen? Halb 2 Jurometer. Was? Wie kann, aus 3 Jurometer bekommst du oben rechts 1. Ja. Und da, ich habe auch rausgefunden. Ja, danke. Okay. Ich hab's raus. Gut. Weil jetzt muss ich auch auf jeden Fall achten, dass ich Licht immer dabei hab. Oh ja. Also Monster sind so eine Sache, ne? Das? Ja, genau. Hoffentlich reichen 20 erstmal und ich brauche auf jeden Fall. So. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder einen Stein abbauen. Gehen. Nee, aber zur Not, zur Not, falls das nicht reicht, habe ich hier dir noch was. Moment, wo bist du? Ach da. So, Cargo also, Manager. Guck hier. So Iron Pains brauche ich. Was ist das? Moment. Tim? Setz dich halt dahin. Cargo Manager? Ja, arbeitest du mit Steve Cards? Ja, ich arbeite mit Steve Cards. Achso. Danke. Okay. Bitte. Lol. Warum kann ich. Hä? Ist ja voll. Ich kann auf meine Engine. Warum kann ich auf die Engine? Achso, das ist jetzt. Ich wusste noch nie, was das für Sachen sind, die leuchten. Aber jetzt weiß ich's. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Farm. Ich habe schon 6 Level. Lol. Ziemlich geil. Und ich brauche auf jeden Fall nochmal einen. So, jetzt habe ich 4 von denen. Ja, durch, auf jeden Fall durch den Schweinespawner und durch die, wie heißen die? Large Dynamic Pain. Da mache ich Dynamic Pains, die mache ich mir aus. Und durch die Öfen. Ich habe ja auch schon was geschmolzen. Okay, ich brauche... Mein Ofen, da hat nämlich, der spuckt die XP nämlich aus. Da habe ich ein brennende Char davor, dass die XP entlohnt werden. Ja. Ich habe eigentlich Wetter aus. Ich auch. Ich nicht. Das regt voll auf. Ich habe bei Optifine auch Wetter aus. Ocean Rain Splash off. So. Ja, habe ich aus, ja. Jetzt hier so ein Dingstar craften. Ein Large Dynamic okay, ich irgendwas. Jetzt mal. Und jetzt ein Cargo Manager. Yay! Ich habe einen Cargo Manager. Was ist das? Von Steve Cards. Tim macht übelst schwierige Sachen. Ja, es Steve geht. Cards ist so. Ich habe mir die Maschine schon zusammengestellt. Tim? Ja? Tim, jetzt habe ich das, was du vorhin gesagt hast, den Store Golem Walker, tue ich jetzt gerade forschen. Yay. Den bekommst du dann. Ich höre gerade Schweine stauben. Ich höre gerade Schweine stauben. Lol. So, jetzt hier noch die Erde weg. Und das setze ich jetzt hier hin, den Cargo Manager. Die Erde ich weiß noch. Nicht mehr wo. Jetzt mache ich ein paar Rains, mehr wahrscheinlich. Und eine Advanced Detector Rail. Ja. Oh. Ja, hier, ich mache einmal einen Cut und dann geht's direkt weiter. Das war's mit dieser Runde. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne, vergesst nicht zu bewerten und zu liken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Shit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschö. Tschö. Okay, neues Video. 3, 2, 1, go. Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mini... Nein. Spaß. Jo, und herzlich willkommen zu der Scheiße. Ich bin so behindert. Hallo? Es sind so viele Fails inzwischen. Ist nicht mehr feierlich. Ja. Aber das ist immer bei mir so. Recht? Ja, das ist immer so. Ach, wie toll. Viele Fails.
Ey, meine Stimme. Hä? Meine Stimme, die darfst nicht benutzen. Oh. Scheiße, die sind Scheiße, die ist in meinem Video drin. Fuck! 3, 2, 1, go. Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ah! Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minigames. Ah, scheiße! Was Boah. Zum? Jo und herzlich. 3, 2, 1, go. Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mini-Projekt. Mit dabei sind wieder die gleichen Spieler, der Jan, der Alex und der Tim. Yay. Und ja, ich habe mich hier eben gerade eingeschlossen. Oh, ich habe ein Brain bekommen, weil ich wurde angegriffen. So. Und ja. Ich habe ja gesagt, dass in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich farmen gehe. Und das mache ich jetzt mal. Farmer, my little farmer. Ja. Oh scheiße. Nicht so gut. So, jetzt habe ich hier die Wooden Rail Beds. Jetzt kommen hier die Standard. Das ist ein Scheiß. Rails. Yes. Jetzt habe ich insgesamt 2 Stacks von den Rails. Ja. So, und jetzt mache ich... Ich brauche noch eine Advanced Detector Rail. Also das Gute ist hier, dass ich hier Marble habe. Also, ich habe auch sogar 4 Stacks Marble von meiner Quarry und die ist nicht mal ganz durchgelaufen, oder? Ich habe auch irgendwo unter dem, unter meinem GS noch Marble. Ich habe auch noch die Quarry laufen und so auf meinem Grundstück, kann ich auch mal wieder gucken. Lol. Hm. So, irgendwo auf meinem Grundstück wird die schon sein. Ich frage mich, wie weit mein Turtle ist. Hey, ich höre die ganze Zeit ein Schwein sterben. Ja, ich hatte so einen Farming Golem. Denn. Der macht was? Der tut der tut Weizen zum Beispiel farmen oder Karotten oder so. Ach geil. Also das ist gleich wie ein Straw Golem Worker. Den meine ich auch gerade. Ach so. Straw Golem Worker. Da heißt Straw Golem Worker und es ist ein Farming Golem. Ja. Man hört die ganze. Hä? Bei mir ist gerade übelste Geräuschkulisse. Und meine FPS gehen auch in die Knie. What the fuck? Oh ja. In die Knie. In seine Knie. Komm, mehr drüber, sonst trümmer ich dir die Kniescheibe. Also entweder der Server leckt oder es ist mein Internet. Also bei mir läuft alles für Alter. 70 FPS. Ja. Ich kann irgendwie hier nichts abbauen. Was ist das für ein Cheat? So, jetzt. Und nicht. Ist hier irgendwie ein Spawn-Schutz oder so? Nee. Normal nicht. Kann man den Cargo-Manager normal abbauen? Weiß ich nicht, hast du dafür einen Maschinenblock benutzt? Nee. Also von Steve. Dann normalerweise. Weil wenn du einen Maschinenblock benutzt hast, dann kommt ein Maschinenblock raus. In den meisten Fällen, nicht immer. Gut, hier, das ist irgendwie ein Bug oder so. Was denn? Regnet es noch? Alter, ich kann hier nichts abbauen. Okay. Ich besuche dich mal eben. Moment. Der Cargo Manager kommt jetzt hier hin. Und jetzt war auch ich habe hier Kupfer und Eisen gefunden, aber ich kann es irgendwie nicht abbauen. Okay, Moment. Oh, bei mir sind immer so behinderte Standbilder irgendwann. Ja, ich hatte hast du auch Lags im Sekundentakt? Also ich meine im Minutentakt? Ja, so in etwa. Ja, das kenn ich. Keine. Vor allem, die passieren random und ich kann nichts machen. Ja. Also, ich verlege jetzt hier die Rails oder halt jetzt die Tracks. Weil die Rails wurden ja... Rails gibt's ja nicht. Eben. Ne? Darum... Rails gibt's nicht mehr. Eben, ich muss hier mir jetzt mit dem ganzen Creosote Oil, Coke Oven und so machen. Wo bist du? Ach, okay, ich sehe dich. Moment, ich komme zu dir. Noch ein weiter. I come for you. Ups.
Jetzt hat jemand irgendwie mir ein Stack Eichensetzlinge? Kann das sein, dass Marble irgendwie allergisch auf ein Portable Hole reagiert? Nee. Ich kann auch momentan gar in kein einziges Portable Hole mehr rein. Lol. Ich glaube, das ist aber so, da bist du. Moment. Keyboard. Ach jetzt. Nee, bei mir läuft aber alles flüssig, warum? So, jetzt hier muss ich auf blau umstellen. Ja, ich kann in keine Portable Holes mehr rein. Versuch mal ein Dings Block abzubauen. Ein Block abzubauen. Ich probiere es mal. 1, 2, 3. Also ja, ich komme in alle Maschinen geht? Ja, geht. Komm mal rein. Bau dich mal bitte zu mir nach unten. Gut, ich such's gerade. Alter, hier ist überall Portable Hole, da stecke ich dann fest. So, zack. Lass mich hier durch. Jetzt muss ich gucken. Hier kommt die Versuch mal bitte das Eisen hier abzubauen. Versuch mal bitte das Eisen abzubauen. Ich mach mal warum kannst du es abbauen und ich nicht? So. Hier mach ich. Ich muss mich einmal reloggen. Ich habe jetzt die nicht gehittet oder irgendwas. Werde ich auf jeden Fall später machen. Hier kommt die Engine eingestellt. In der Endaufnahme. Ich kann es immer noch nicht abbauen. Warum? Ich würde mal näher rangehen. Ich kann ja nichts unten drunter bauen. Was? Ja, es ist gut. Hä? Komisch. Ja. Warte mal, hä? Hier, warte mal. Ja. Hä? Ich kann auch nichts? Gut. Und jetzt den Gravel kann ich auch nicht abbauen? Hier kommt Kohle rein. Also hat mir jetzt jemand einen... Wand geht, aber anders nicht. Ich locke ganz kurz. Also hat mir jemand ganz kurz einen Stack Oakwood Setzlinge? Tim, der Server ist irgendwie komisch drauf. Er buggt gerade komplett. Bei mir läuft alles flüssig. Ich habe ein FPS. Das muss der Server sein, weil ich habe nichts zum Laggen. Ja. So, hier ist unser Modular Card. Alter, das geht ja gar nicht. So, yes. Leute von Boah, Alter. Lass mich durch, du hässliches Portable Hole. Lass mich... Alter, leck mich. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, andere Kanäle sind in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, warum es gerade am Schluss so geleckt hat, aber naja, wir werden gucken, dass wir das in nächster Folge ein bisschen besser hinkriegen. Jo. Dann freue ich mich über eine positive Bewertung und ja, tschüss. Ach komm. Ja, tschüss. Ach komm. Das muss ich auf Low stellen. Okay, Medium ist auch scheiße, kann. Also, jetzt war ich nicht. Kann ich den irgendwie nicht abbauen oder so? So, ich brauche Sepplinge. Scheiße. Hat jemand jetzt Setzlinge, bitte? Scheiße, kann mir einer eine Eisenspitzhacke leihen? Beziehungsweise geben? So, ja, ich hab noch zwei. Willkommen kurz Leute. Leute. Könntest du zu mir kommen, denn ich weiß nicht mehr, wo man hier rauskommen kann. Leute, ich bin dann nochmal kurz weg, ne? Also so ein 10, 15 Minuten. Okay. Wir werden dich nicht vermissen. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Hat jemand sorry, dass ihr, gerade nichts seht. Keine Ahnung, wieso. Ich habe jetzt auf einmal doch keine Fackeln mehr. Jan, kommst du zu mir? Ja, ich suche gerade noch die Eisenspitzhacken. Ich habe nämlich hier irgendwo zwei Stück rumgammeln. Da sind sie. Ich mach Setzlinge unbedingt. Bitte. Irgendwer. Mach dir welche aus Syrien, Alter. Kann man das? Nein. Aber kommt jetzt bitte, ich brauche ein Stack Setzlinge oder so. Woher sollen wir ein Stack Setzlinge bekommen? Das hat man doch immer so. Standardmäßig. Ja, warum hast du dann keine, wenn wir es haben sollen? Ja, ich habe sie fortgeschmissen. Ich glaube ich. Wo bist denn du? Talmo, auf meinem du? Grundstück. Ziemlich weit weg. Ach, ich seh dich. Frage, ich seh dich. Braucht jemand noch Rubble Tree Sapplinge? Weil ich habe noch so einen halben Stack rumliegen. Nein, ich brauche die nicht.
komme. Hi. Oh, du bist noch etwas unter mir. Hi, ich bin hinter dir. Oder vor dir. Komm schon. Yo. Ich brauche irgendwelche Setzlinge. Mann. Zwei Eisenspitzhacken. Ja. Jetzt leckt es. Ganz schön dunkel hier. Also ich bin wieder weg. Frage, soll ich kurz Server Restart machen? Nee, es läuft alles flüssig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay, Timer? Von mir aus schon, weil das laggt gerade wirklich so ein bisschen. Ja. Warte, ich kill einmal diesen Zombie, damit er mich nicht überraschend angreift. Und ja, das war's auch schon mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte kurz, Nicht mit der Runde, sondern mit der Folge. Warte. Ich verwechsel mich immer. Und ja, ich verwechsel mich gefallen. Immer. Ich muss mich noch hinstellen, dann höre ich mit dir auf. Uff. Ja, also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung würden wir uns beide freuen. Die Links zu den Kanälen findet ihr in der Beschreibung. Und ja, da überlasse ich dir das Schlusswort. Ja, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Links wie immer in der Beschreibung. Ja, Timer hat neu dazugestoßen und ich guck mal, ob ich jetzt noch eine Runde aufnehme oder nicht, wegen den Lags. Dann was dieser Runde, Folge, was auch immer. Ja, dann tschüss. Ciao.